Hallo und herzlich willkommen auf Revelda.de. Schauen wir uns nun eine weitere Aufgabe im Bereich analytische Geometrie an, wie sie im baden-württembergischen Abitur Pflichtteil, also ohne Taschenrechner, drankommen würde oder drankommen könnte. Ja, wir haben hier eine Ebene E, 3x1 minus 4x3 gleich minus 7 und einen Punkt P, 9 minus 4, 1. Die erste Aufgabe ist einfach nur den Abstand auszurechnen zwischen dieser Ebene und diesem Punkt. Die zweite Aufgabe, wenn man das getan hat, wäre dann einfach, dass wir einen Punkt S haben, wenn wir wissen, er liegt auf der Ebene E, und dann möchte ich einen Punkt Q auf der Gerade S nach P, der genau den gleichen Abstand hat wie P. Das heißt, es wäre dann einfach auf der anderen Seite der Ebene mit dem gleichen Abstand. Aber das schauen wir uns gleich an. Schauen wir uns die erste Aufgabe erstmal den Abstand an. Die Formel für den Abstand eines Punktes zu einer Ebene, die solltet ihr auswendig können. Das ist Betrag von a1x1 plus a2x2 plus a3x3 minus b geteilt durch Wurzel aus a1 ins Quadrat plus a2 ins Quadrat plus a3 ins Quadrat. Betragsstriche zu. Und jetzt müssen wir aber nur einsetzen. x1, x2, x3 mal hier diese Koordinate, die wir aus dem P bekommen. Und a1, a2, a3, das meint einfach die Vorfaktoren dieser Ebene. Das heißt, wenn wir das ausrechnen, a1, x1, das ist in diesem Fall einfach 3 mal x1, also mal 9. a2, x2, a2 ist 0, das kann man vergessen. Und dann hier a3, x3, also minus 4 mal 1. Und dann minus b, minus minus 7, also plus 7. Und unten drunter steht dann die Wurzel aus. Vorsicht, a1, a2, a3 ist nicht diese Koordinate, sondern das sind die Vorfaktoren hier. Also 3 ins Quadrat, ja, plus 0 ins Quadrat und dann hier plus minus 4 ins Quadrat. Ob man jetzt plus 4 oder minus 4 ins Quadrat schreibt, ist ja letztendlich egal, weil man das Quadrat löst das Minus auf. Das heißt, wir haben hier oben im Zähler stehen, 9 mal 3 ist 27, minus 4 ist 23, plus 7 ist 30. Und hier unten steht, ja, nun mal 9 plus 16, das sind 25, davon die Wurzel, das ist 5. Und nun 30 durch 5, das ist 6 natürlich. Das heißt, wir haben einen Abstand dieses Punktes von der Ebene von genau 6 Längeneinheiten. Jetzt die zweite Frage, die wir uns anschauen. Der Punkt S, der liegt auf der Ebene E. Und wir wollen jetzt einen Punkt Q, der genau den gleichen Abstand hat, also genau den Abstand 6 hat von der Ebene. Ich kann mir das so vorstellen. Ich mache mal diese Ebene E so als doppelten Strich. Und wir haben hier oben unseren Punkt P. Jetzt haben wir hier eine Gerade. Vielleicht haben wir hier auf der Ebene den Punkt S. Bilden wir hier eine Gerade. Und wir wollen nun den Punkt oder den Punkt Q, der genau den gleichen Abstand hat wie P zu dieser Ebene. Das heißt, wir nehmen einfach den gespiegelten an dem Punkt S, das wäre in diesem Fall hier der Q. Das heißt, wenn wir dadurch zwischen S haben, ist es gar nicht mehr schwer. Wir müssen einfach schauen, der Weg von P nach S und dann nochmal den Weg von S nach Q. Das heißt, wir spiegeln eigentlich nur P an S, dann haben wir unseren Punkt Q. Das heißt, wir haben hier P, das war 9 minus 4, 1. Und dann haben wir den S, minus 1, 1, 1. Und jetzt nehmen wir den Punkt Q, dann schauen wir von 9 nach minus 1, ja, das sind 10 weniger. Und jetzt gehen wir also nochmal 10 weiter, von minus 1 minus 10 ist minus 11. Schauen wir die zweite Koordinate an, minus 4 nach plus 1, das sind 5 nach vorne, also plus 5. Nochmal plus 5, 1 plus 5 ergibt 6. Und der dritte von 1 nach 1, ja, da passiert gar nichts. Also muss da auch beim zweiten Weg gar nichts passieren. Entschuldigung, 1 natürlich dann in diesem Fall. Das heißt, unser Punkt Q ist gerade minus 11, 6 und 1. Schaut doch mal auf der Homepage www.lyrelda.de vorbei. Besucht uns bei Facebook. Dankeschön.